in den Demo-Day starten und das heißt, die erste Demo wird sein, den Bildersimulator, wie ihr seht. Und der Bildersimulator, den gibt es noch gar nicht. Und wer die Demo schon vor einiger Zeit gezockt hatte, die ist nämlich schon länger verfügbar, dann spielt die gerne nochmal, denn die Demo hat sich komplett nochmal neu verändert, habe ich gesehen. Also es ist jetzt ein komplett anderes Gameplay wie früher und ja, vielleicht jetzt natürlich dann eben auch besser wie vor einigen Wochen oder Monaten. Ach du heiliger André, du hast zu viel gefeiert. Geil. Du schläfst aber auch schon zwischen den Tagen. Ja genau, Kate. Aber ich bin dann halt flexibler. Na? Also ich kann dann halt sagen, weiß ich nicht. Ich mache kurz zum Abendessen Pause, dann komme ich danach wieder rein. Dann gehe ich um 10, 11 Uhr schlafen. Dann gehe ich um 8 Uhr wieder on. Dann mache ich wieder mal kurz eine Pause. Dann bin ich um 9 Uhr oder um 10 Uhr wieder on. Weißt du, was ich meine? Also du hast halt diese kurzen Pausen zwischendrin, aber du hast jetzt nicht unbedingt, dass du halt, ja, du kannst halt schneller wieder in das Spiel rein, ne? Und man hat nicht so viel Leerlauf, sage ich jetzt mal, ne? Ich gehe auf eine Demo. Ja, Mann, D-Max. Alles klar, viel Spaß im Lurk. Genau. Das ist der Plan. Ich schlafe natürlich zwischendurch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, nee, das könnte ich gar nicht, Kate. Genau. Nee, das, wie gesagt, das wäre halt eine coole Geschichte für das Event, dass man auch das komplette Event auch im Stream mitnimmt. Und ja. Ja. Ja, ja. Okay. Neues Spiel, neues Glück. Wir gucken uns mal den Bildersimulator an. Schuss. Tutorial. Wollen wir das Tutorial spielen? Ich frag das jedes Mal. Was sind die Plane? Ja, komm. Wir spielen das Tutorial. Aha. Zuerst muss ich Fundament machen, dann muss ich Beton vorbereiten, dann muss ich das Betonestrich machen. Betonestrich. Tragende Wände, Türen und Fenster, Trennwände, Treppen, Dach und die Plane. Die Plane. Stimmt, wir müssen ja auch unser Häuschen planen. Oha. Oha, ich kenne ja einige Leute, die haben wirklich ihr Haus selbst gebaut, ne? Finde ich ja echt schon beachtlich, ne? Aber wirklich, dann kannst du zocken, wenn du Bock hast. Oder einfach schlichtweg kannst, egal ob weg Familie oder wegen akut fertig, du bist aber auch schnell wieder drin. Genau. Genau, Anja. Das ist das. Das ist Betonestrich, Betonestrich. Ich kann nicht mehr. Wollen guten Masche. Betonestrich. Dankeschön. Okay, den ersten Lacher hatten wir heute schon. Es kann nur besser werden. Betonestrich. So kann ich da... Oh, da kann ich sogar drauf gehen. Der redet sogar mit einem. Betonestrich. Betonestrich sollten wir aber so in den Duden aufnehmen. Ich habe schon Tränen in den Augen. Betonestrich. So, und dann wird hier geplant. Aber du musst doch eigentlich, bevor du ein Haus baust, planen, oder? Und danach machst du das Fundament. Möchtest du dieses Tutorial spielen? Klar. Wir müssen ja erstmal wissen, wie es geht. Ach, du heiliger Strohsack. Jetzt muss ich auch noch Bauzeichner werden. Das ist super. Hallo ExoTime, Moinsen. Hallo Lina, juhu!
Schön, dass du da bist. Moin und Prost. Klang. Einen wunderschönen Betonestrich zusammen. Du crazy me. Servus. Betonestrich. Ich höre überhaupt nicht zu dem Roboter, gell? Ja, learning by doing, mein Freund. Wir bauen uns ein ganz tolles viereckiges Haus. Ein ganz, ganz tolles viereckiges Haus machen wir jetzt. Treppen und Pool brauchen wir. Selbstverständlich brauchen wir einen Pool. Parterre. Cursor. Kann ich jetzt einfach zeichnen? Oh, das wird gut. Das wird super, Kinder. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier irgendwas machen? Kamera bewegen, platzieren. Ich kann tappen. Ah ja. Ich hab nichts gemacht. Betonestrich. Tragende Wände. Oh, jetzt wird's lustig. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Du hast nichts gemacht, Lina. Ach komm, sag doch sowas nicht. Tragende Wände. Ich hab grad eigentlich gar nichts gemacht, ne? Ja. Richtig, ich auch nicht, Lina. Ich habe auch überhaupt nichts gemacht. Und trotzdem ist es passiert. Für ein zweieckiges Haus, ja, ja, dafür wäre ich auch crazy real, ja, ja, richtig. Also, ich soll tragende Wände machen. Oh. Dann machen wir mal tragende Wände. Oh, wieso geht das nicht? Platzieren, habe ich doch gemacht, mein Freund. Ein Rechteck zeichnen, aha. Oh, ich merke schon, ich bin ein richtig guter Bauzeichner. Du, der will das nicht machen. Ich habe Angst. Warum möchtest du es nicht tun? Oha. Muss ich vielleicht noch irgendeine andere Taste drücken? Nö. Rechteck? Shift? Shift? Nö, will er auch nicht. Ja, willst du vielleicht mein Haus machen? Oder wie, oder was? Nee, der will, dass ich tragende Wände mache. Ach, ich soll die Linien, echt, soll ich die Linien nachzeichnen? Der glaubt, ich bin auch behindert, oder was? Kate, du hast recht. Das gibt's ja nicht. Ich will aber nicht so ein Haus machen. Das ist ja jetzt der Knaller. Ich muss das so zeichnen. Aha. Das ist ja der Knaller. Zeichnen war schon immer deine Stärke, ja. Das ist nicht mal nach Zahlen, doch anscheinend schon. Anscheinend ja schon. Guck hier, wie toll ich zeichnen kann. Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe ja meine Ausbildung gemacht in einem Bau, also Hausbauunternehmen, sage ich jetzt mal so. Ich habe da also schon einem Bauzeichner über die Schultern geguckt. Aber das können die machen, die das können. Ne? Tutorial ist halt nicht nach deiner Vorstellung. Ja, richtig. Da muss schon mehr erzählt werden, ne? Hallöchen, Pittichchen, guten Morgen. Na? Wollte mich kurz melden. Am Freitag hat ein Autofahrer den Telekom umgefahren. Reparatur dauert mindestens eine Woche. Hab von der Telekom eine Speedbox mit 100 Datenvolumen bekommen, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Kann aber leider nicht so lange auf Twitch gucken, dass Datenvolumen ratzefatz weg. Ach du heiliger Pittichchen. Das kann nicht wahr sein, oder? Oh Gott, und das jetzt noch eine Woche, oder was? Eieiei. Aber danke für die Info. Schön, dass du dich gemeldet hast. Ja, Mann. Im Tutorial machen wir jetzt mal ein Haus, so wie sie es das Spiel will. Danach kannst du immer noch planen, wie... Ja, richtig. Ja. Das können die machen, die es können. Ich kann schon nicht mehr. Ja. Ja. Die müssen alles aufbaggern. Oh, Alter, dann ist ja was los. Setze 4 Fenster ein.
Push the button. Fenster. Will er nicht. 4 Fenster. Jetzt ist er wieder überlastet. Ist er wieder überlastet? Kann doch nicht wahr sein. Ach, krass, Pittichen. Das habe ich ja noch nie gehört, dass sowas geht. Wahnsinn. Ach, krass, Frobonizer, bei dir auch. Ja, Pittichen, ich glaub's dir. Du kannst ja wenigstens die VODs danach gucken, ne? Hallo Nico! Na, nicht MB. MB. Ja, Mann, Alexander, viel Glück. So, warum macht er jetzt die Fenster nicht? Herr Roboter, könntest du mir das sagen, warum sie die Fenster nicht wollen? Element drehen. Soll ich schon mal drehen? Oh. Ah. Element skalieren. Uiuiuiuiui. Ach so, der will wahrscheinlich Dinge von mir. Guck mal hier. Ha! Guck mal hier. Das hätte er mir aber auch sagen müssen, ne? Oh. Mach's ein bisschen größer, mein Freund. Setze zwei Innentüren ein. Wo ist denn der Eingang? Wo ist eigentlich der Eingang? Wir haben doch die Außentür noch gar nicht gesetzt, mein Freund. Ich muss doch erstmal gucken, wo wir reinkommen. Ich denke mal hier, ne? Ja, dann müssen wir das tauschen, dann müssen wir das drehen. Nee, das ist schon mal nicht richtig. Setze Seite die Tür, der Türklinke ändern kann ich sogar. Wahnsinn. Super, so will ich's haben. Super, oder, Leute? Bittichen, tschüss. Ui, Alexander GZ. Ja, ich denke auch, das ist auch richtig so gewesen. Hier, guck, habe ich mir auch gedacht, da kommt's hin. Aber die Tür muss natürlich nach innen aufgehen, ne? Das ist natürlich klar. Achso, jetzt mache ich wieder das. Genau, dann machen wir es hier rein. Und dann kommt hier in die Mitte noch eine Treppe. Ja, wir rotaten auch. Ich möchte lieber von rechts hochgehen. Nee, andere Richtung. Genau. Ja, gell? Füge eine Etage dazu. Erste Etage. Habe ich gemacht? Großartig. Super. Super geil. Alles klar. Na klar, Swimmingpools kommen in die Gatte. Können wir nicht in den ersten Stock tun. Schade. Das wäre doch auch mal was, ne? Swimmingpool im ersten Stock. Oh Gott. Felicia Löhle. Hallöchen. Der Bauzeichner-Simulator. Bis jetzt ist es noch der Bauzeichner-Simulator, ja. Aber wir müssen auch noch am Ende das Haus auch wirklich machen. Also bauen. Ich bin da echt sehr gespannt. Aber das finde ich ja cool, dass wir jetzt sogar einen Pool bekommen. Siehst du, ich wollte doch einen Pool. Jetzt kommt noch ein Pfad. Ich finde es ja so spannend. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt auf Vox. Die Beetbrüder, glaube ich, heißt das. Und das ist so interessant. Da ist ein richtiger Landschaftsgärtner. Und der geht zu irgendwelchen Leuten, die keinen Plan haben, was sie mit ihrem Garten machen sollen. Egal, ob das jetzt ein großer Garten ist, ein kleiner Garten ist, ein alter Garten oder was auch immer. Und der fragt dann halt kurz, okay, was sind eure Wünsche? Und dann plant ihr das. Das ist so geil. Kennt ihr das?
Pool gehört auf die Dachterrasse, richtig. Ja, das ist der Bildersimulator, Felicia. Es gibt kein Dachterrassen-Swimmingpool. Ja, ja. So, was will er denn? Klicke die Taste prüfen. Alles klar. Laden. Alle Anforderungen sind erfüllt. Ja, wer kann, der kann. Nenne es, wie du willst. Ich soll es nennen. Wo denn? Ach, hier, speichern. Das heißt, das Haus vom Nikolaus. Das ist das Haus vom Nikolaus. So, speichern. Nächstes steht, der Nikolaus braucht auch einen Pool. Echt cool, wie der das immer mal eben zeichnet und dann der Ruhrpott-Assi, der da immer bei ist und ausrastet. Ja, oder Gecko? Das kennst du auch. Das ist so geil. Das macht so Bock zuzugucken. Und der ist so kreativ, das ist der Knaller. Ja, super, Felicia. Ja, Mann. Wie du willst, ja. Du hast den Planer-Tutorial fertig. Das war auch wichtig, dass wir den gemacht haben. Der ist ganz wichtig gewesen. So, neues Spiel. Plane. Ach du Heilige. Ja, wir nehmen natürlich 30 auf 30. Wir wollen ein richtig großes Haus. Ach du Scheiße. Aha. Wir haben ein großes Grundstück von unserem Opa. Ne? Geerbt bekommen. Und da dürfen wir uns jetzt ein Haus drauf bauen. Ne? Morgen ist ja auch schon der 6. Siehst du, Alexander, habe ich schon an den Nikolaus gedacht. Super. So, pass auf. Jetzt geht's rund. Jetzt muss ich tragende Wände machen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir haben ja vom Haus des Nikolauses, der hat ja gar keine Vordertür gehabt, gell? Der hat also quasi seinen Pool im Vorgarten gehabt. Das wollen wir nicht machen, ne, jetzt. Alles unter 30 mal 30 ist viel zu klein. Der Meinung bin ich auch, gell? Oder ist ebenso crazy wie das ist ebenso. Herrlich, wie du immer ins Hessische verfällst. Ja, ja. So, pass mal auf hier jetzt. Wo ist dann der Eingang? Kann ich ja machen, wo ich will, gell? So, pass auf. Wir bauen uns jetzt unser Traumhaus. Ich hab Angst. Pass mal auf, ja. Ich hab ein bisschen Angst. Wenn hier vorne der Vordergarten ist, ne? Was wollen wir denn in unserem Vorgarten haben? Eigentlich gar nichts, ne? Wir wollen ja eigentlich hinne einen Pool. Soll ich mal mit dem Pool anfangen? Oh Gott, das Haus wird groß, Leute. Das Haus wird sehr, sehr groß werden. Vor allem, wir müssen es auch dann bauen, gell? Denk dran. Der braucht keine Tür, wenn du durch den Kamin reinkommst. Ja, Nico, gell? Sieht so aus. So, pass auf, jetzt geht's los. Wände. Wenn der erste Schritt getan ist, dann tut es auch nicht mehr weh. Pool im Vorgarten ist sehr praktisch. Wenn du heimkommst, kannst du direkt reinhüppen. Ja, stimmt. Aber am Ende, Alexander, ist es so, dass der DHL-Fahrer da auch mit drin hockt. Und das will ich auch wieder nicht gern. General Probe, moin. Und guten. Ohne Garage, Kate. Oh, meinst du, ich kann Garagen bauen? Ich kann ja hier, ich kann hier keine, ich sehe hier kein Garagentor, Kate. Oh! Ja! Okay, ich habe die Idee. Oh, das ist gut, das ist gut. Um die Gatte muss ein Zäunchen drum. Richtig, Frau Beneiser, richtig, ja, ja, ja.
Nur ich hab hier auch keinen Zaun. Was ist denn hier los? Ich hab nur einen Pfad. Also pass mal auf. Wir wollen ja auch einen großen Pool haben. Von daher müssen wir relativ vorne anfangen. Ich weiß jetzt nicht, was das für Abmessung ist, aber ich würde jetzt mal sagen, wir bauen jetzt uns ein Haus. Ohne Carport geht hier gar nichts, richtig. Ja, ja. Platz lassen. Richtig, ja. Ja, richtig, ja. Ja. Eine Tiefgarage, damit man möglichst wenig Platz dem Erdgeschoss nimmt, wäre meine Idee. Richtig. Eine Tiefgarage bräuchte ich. Hallo Panzerchaos, juhu. Ein Autoaufzug, geil. Ja, ich auch nicht. Ich sehe hier nur, ich sehe auch keinen Keller. Wo bin ich dann hier? Warum ist, das ist kein Keller, keine Garage. Ich bin beim falschen Bauunternehmen gelandet. Ich sage euch das. So, pass auf. Jetzt geht's los. Vielleicht so. Was haben wir denn für Maße? 15 Meter das Haus. Das Grundstück hat 30. Und die Hälfte davon ist das Haus und die andere Hälfte Gatte. Finde ich gut, oder? Wir haben natürlich dann auch einen Gärtner. Gell? So. Wir kaufen uns einfach einen Gärtner. So, wir brauchen jetzt dieselben Maße. Ich hätte nämlich gern ein quadratisches Haus. Warte. Jetzt. So. Quadratisch praktisch gut. So. Oh, das ist aber nicht richtig. Stopp. Ratschefummel. Ratschefummel, wo haben wir geratscht? So, tragende Wände. Jetzt ist aber richtig, gell? So. Das ist doch schon mal gut. Oder, Kines? Oder habe ich was falsch gemacht? Oh ja, da stimmt was nicht, oder? Nee, doch, ist richtig, ne? Wer fummelt hier wen an? Ratschefummel! So, pass auf. Das heißt, ich mache jetzt einfach eine Garage. Die Garage hat halt keine Tür. So, wir bauen jetzt unser Traumhaus. Ich zeige euch jetzt mal, was ich für ein Haus gebaut hätte, hätte ich jemals in meinem Leben mal gebaut. Das zeige ich euch schon mal. So, die Tür kommt in die mit. Wo ist die mit? Könnte die hier sein? Hier so? Oder warte mal, ich mache erst mal die Fenster. So. Mein Haus hat viele Fenster und große Fenster. Warte mal, hier? Ah nee, damit konnte ich es drehen. Genau, große Fenster. So. Hier, zack. Zack. Ah, das geht gar nicht, oder was? Muss ich ein bisschen Platz lassen, zack. So, warte. Zack. Oh, nee, das ist falsch. Oh! Ratschefummel. Danke. Fenster. Ich muss wieder ein bisschen größer machen. So. Ich habe hier einen Dreierabstand genommen. Genau, so. Und jetzt habe ich hier einen Viererabstand genommen, gell? Das muss ja auch alles schön sein. Und jetzt kommt die Tür. So, jetzt kann ich doch hier sagen, ja, das ist die mit. Macht er nicht? Ey, warum dann? Ach, das war eine Innentür. Oh, danke. Danke. Innentür. So. Ist gut, oder? Marion, viel Spaß im Lörg. Der Tintenkiller. Ja, der Tintenkiller. Hier gibt's so einen Ratschefummel. Du weißt ja, Alexander, wenn man Bauzeichner ist, dann macht man alles mit einem Bleistift. Und
So. Da macht man alles mit. Warte mal, die Außentür, die muss ja auch noch immer hier hin, gell? Oh, machen wir auf dieselbe Höhe hier. So. Und dann kommt der Pool. Den Pool, den mache ich schon immer, gell? So. Hä? Man will ja auch drin schwimmen. Keine halben Sachen machen, ne? So. 19 Meter Pool. Würde ich sagen, gönn. Einfach mal gönn. So. Einfach mal gönnen können. So. Hier wird noch ein bisschen gekachelt. So. Pass auf. Ha? Da will doch jeder rein. Da will doch jeder rein. Ein Ratzefummel, gell? Ey, das hat doch jeder zum Radiergummi gesagt, oder? Ich kenne das gar nicht anders. Ratzefummel. So, aber ich hätte noch gerne eine große Terrasse. Und zwar erstreckt sich diese Terrasse natürlich hier. So. Und dann habe ich hier hinten noch eine kleine Sitzgelegenheit. Deswegen geht dann hier auch noch mal was hin. So. Guck hier. Gell, hier ist so eine kleine Bank. Und mit so einer Pergola. Gell, versteht ihr? Was kostet das Spiel eigentlich? Direkt Insolvenz anmelden. Ach, das ist nicht das Spiel, der Spaß. Ja. Ja, das müssen wir mal gucken. Mal gucken, was mein Bauzeichner sagt, wie viel Kosten das sind, was ich jetzt hier gerade mache. Spielfläche für die Kinder. Ja, die haben hier die ganze Rasenfläche hier. Obwohl die Garage muss ich ja auch noch planen, gell? Grillecke. Ja, hier vom Haus, guck. Also hier hinne, das ist alles zum Grillen. Hier kommen ja dann noch Stühle hin und alles halt. Ne? Also hier kann man sitzen dann. Und hier hinten ist noch so ein kleiner Bereich. Und der Rest ist Wies. Ja, Grilleck sowieso. Ja. Aber die Kinder, die brauchen ja nicht mehr so viel Platz. Die haben ja keine Geräte mehr, weißt du, Kate. Die brauchen nur Platz zum Rennen. Und es gibt nichts Geileres, wenn man ein freistehendes Grundstück hat und die Kinder können hier rumrennen. Hier überall rumrennen. Es gibt nichts Geileres. So, jetzt kommen wieder die Fenster. Jetzt gucke ich schon wieder. Dass ich die großen Fenster habe. So, jetzt machen wir es hier natürlich wieder parallel. So. Ach du Heiliger, ich bin gespannt. Jetzt müssen wir das dann auch noch bauen. Wir sind heute den ganzen Tag mit Bauen beschäftigt, Leute. Bei dem Haus. Das wird jetzt noch lustig werden. So. Jetzt müssen wir das Ganze drehen. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich die Räume anordne. Ich glaube, das muss ich jetzt als erstes machen. Wieso muss ich denn, was ist denn der Unterschied zwischen einer Trennwand und einer Betontrennwand? Ich glaube, bei so einem großen Haus wäre das doch nicht schlecht, wenn ich eine Betontrennwand nehme, oder? Ein Zwischengeschoss, was ist denn das? Eine Betontrennwand. Ja, gönn. Der Pumpraum. Ja, wir brauchen natürlich auch ein Streamingzimmer, gell? Das wird ein Haus dem Starnberger Landkreis angemessen. Ja, ja. Ein Fitnessraum brauchen wir noch. Ein Streamingraum brauchen wir noch.
ein Sauna und Solarium. Gell? Vor allem Solarium. Nur Handy-Ladegerät. Mehr brauchen die Kinder heute nicht mehr. Ja. Es empfiehlt sich, die Innenräume zu planen, bevor man die Fenster hat. Tragende und nicht tragende Wände könnte es sein, ja. Ja, das Problem ist, Lina, hier steht ja tragende Wände. Die soll ich ja für außen benutzen. Und ich glaube, für innen gibt es einmal eine Trennwand und einmal eine Betontrennwand. Für innen wahrscheinlich, ne? Das heißt, die Betontrennwand ist dann auch eine tragende Wand für innen. So stelle ich mir das auch vor. Ja, am Beton kann man Zeug befestigen, richtig, ja, ja. So, pass auf. Dann mache ich natürlich tragende Wände. Und mein Traum ist, ach du Heiliger, was habe ich dann für Träume? Ich darf es jetzt bloß nicht zu kompliziert machen, sonst sind wir morgen noch am Start. So, wir machen erst einmal die Treppe. So. Man kommt rein. Und es gibt leider keine Wendeltreppe. Will ich auch nicht. So. Man kommt rein und man geht jetzt erstmal hier hoch. Nee, geht man nicht. Da fehlt ein Wintergarten. Ein Wintergarten-Computertisch, damit man auch draußen zocken kann. Softeis! Voll die geile Idee. Der Aufzug fürs Auto von der Tiefgarage ins Wohnzimmer fehlt noch. The Batman-Feeling. Richtig, Frobenizer, richtig. Also ich will das Ganze, nur dass ihr wisst, was ich gerade machen will. Ich will das Ganze sehr offen gestalten. Quasi würde ich gerne... Also ich liebe es, wenn die Küche nach vorne hin ist, dass man rausgucken kann auf die Gas. Weil ich beobachte halt auch gern. Ne? Irgendwann, ich werde so eine Oma sein, die das Fenster aufmacht und die ganze Zeit am Fenster hängt. Könnt ihr schon mal sagen, ach, das ist die wieder, die guckt die ganze Zeit. So. Liebe ich einfach. Ne? Habe ich gerade auch nett, finde ich ganz schlimm, nicht auf die Gas zu gucken. Deswegen würde ich am liebsten hier die Küche reinmachen. Aber eigentlich will ich es sehr offen machen, dass man hier eine ganz, ganz offene Küche hat. Hier eine riesengroße offene Küche und dann kommt hier das Wohnzimmer. Riesengroß. Versteht ihr, was ich meine? Alles offen. Und hier hast du ein Bad und hier hast du noch ein Gästezimmer. Wir werden heute nicht fertig, ich glaub's dir. Kate, ganz ehrlich, ich glaub's auch. So, wir machen jetzt erst einmal den Flur. Ach so, warte mal. Oh Gott, Kate. Ich habe doch selber Angst. Ein kleinere Fenster gehen nicht. Oh, ist natürlich schade. Dann muss ich noch einmal hier Fenster reinmachen, wenn das geht. Aber das geht nicht. Fenster. Nee, das will er nicht machen. Schade. Okay, und kleinere Fenster kann ich auch nicht machen. Schade. Schade. Dann haben wir hier den Flur ganz... Na, das kriege ich immer. Gut, ich mache jetzt erstmal, ne? So. Tragende Wände. So. Und dann kommt hier auch noch ein Zimmer hin. So. Und der Rest wird offen. Ja, das wäre ganz furchtbar gewesen, wenn ich das so ein Haus wirklich mal planen würde. Also ich, wie gesagt, ich weiß, wie es ausschaut, aber es wäre für mich das Schlimmste, diese Innenplanung zu übernehmen. Da würde ich dann wirklich sagen, Herr Architekt, mach sie einfach mal. Ich hätte gern das so und so und so und den Rest mache sie bitte einfach mal. Das finde ich ja auch so gut an den Beetbrüdern, ne? Dass der dann einfach fragt, okay, was habt ihr denn für Wünsche? Wollt ihr einen Pool? Wollt ihr es bunt? Wollt ihr viel Stein? Wollt ihr viel Rasen? Wollt ihr einen Bachlauf? Was auch immer. Oh, ein Bachlauf! Ich will auch einen. Und, oh Gott.
Ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Paddel, moin! Die Chefin entwickelt noch den Straßenbeobachtungssimulator. Richtig, Paddel. Das wäre doch immer was. Der Geldspeicher zum Reinspringen fürs Dagobert-Feeling darf auch nicht fehlen. Software ist geil. Richtig. Richtig. Weißt du, wo wir den hinmachen, Soft Eyes? Wenn wir hier die Garage hinmachen, dann kannst du von hier direkt auf die Garage in den Geldspeicher springen. Hallo Birnenstrudel, Servus. Oh, ich wünsche dir auch einen schönen Dienstag. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Allein die Demo hat schon 50 Spielstunden. Puh, das interessiert mich jetzt, in welchem Abstand tragende Wände platziert werden müssen. Ja, anscheinend passt das ja jetzt. Ach so, nee, wir müssen ja auch am Ende auf Prüfen gehen. Ach, ich könnte ja jetzt schon mal auf Prüfen gehen, ne? Deine Außentür zur Gasse ist nicht mittig. Meine Außentür zur Gasse. Ja, ich habe, also das parallel passt ja, aber ich weiß, dass das nicht passt, ne? Wäre das eigentlich möglich? 2, 4, 5, 2, 4, 6. Nee, es geht gar nicht, Kate. Ich hab's Haus nicht quadratisch gebaut. Schon ist der erste Fehler am Start. Betonestrich. Nein, warte mal, ich kann das besser. Betonestrich. Einmal mit Profis. Panzerchaos! Warte! Das machen wir sofort. Der Panzerchaos hat eben gerade Anzeigenzeit erhalten. Es ist ganz, ganz kurz mal eine Minute Pause für alle, die keine Subs sind. Gell? Wir sind gleich wieder da. Es passiert nichts. Ach, schön. Komm, wir prüfen mal. Alle Räume benötigen mindestens eine Tür. Ja, das weiß ich auch. So, dann machen wir mal die Tür rein. Nee, warte, warte. So. Und die Treppe, die bauen wir hier hin. So. Und jetzt kann ich die Fenster machen, gell? Und die sollen natürlich auch wieder so groß werden. Na, so war schon richtig. Genau. Und jetzt noch drehen. Ah, das geht gar nicht, guck. Da müssen wir ein größeres Fenster machen. Oh, jetzt ist hier was los. Guck mal hier. Oh, warte mal, warte mal. Oh, warte mal. Achtung, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Und zwar wird das das Bad und das... Und das wird das Nebenzimmer. Also Schlafi. So. Bad. So. Und da gibt es noch eine Außentür. Ah, geht erst hier, okay. So. Und hier, die kriegen noch ein... Hier auch noch, warte, hier, guck. Auch noch ein... Hier, hier bis hier. Was zum Sitzen. Was, lang lebe beste Zockerkönigin der Welt, die Frau Zockersucht. Ja, danke, Panzerkraus. Zwei sprechende Vierecke.
Du weißt aber schon, in der Kneipe und im Puff gehen die Türen nach außen auf. Weißt du auch warum? Oh je, Paddel, deine Weisheiten. Erzähl's mir. Schlafzimmer mit riesigen Fenstern zu den Nachbarn, immer geil. Da haben die dann auch was davon. Richtig, Anja, richtig. Herzlich willkommen zurück, Bibi. Und viel Spaß in Chemie. Chemie ist geil. So. Pool. Meinst du das Spiel rafft, was ich machen will? Mit so einem kleinen Bachlauf? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Nee, das macht er nicht. Oh Gott. Wir waren das. Racker! Und Matze, moin und Mahlzeit. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Damit Leute, die sich nicht benehmen können, nach draußen geworfen werden können. Ach so. Ich habe schon gedacht, wenn Leute in Flammen aufgehen, weil sie so heiß wurden oder so, dass es schnell... Nicht die Mama. Guten Morgen, Shinji 8, leg Frau zu Mega ein. Raka, guten Morgen, wir haben ein Baby. Vielen lieben Dank für deinen Sub im 9. Monat. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Raka. Guten Morgen. Wir haben noch ein Baby. Ja, eigentlich hätte ich gerne einen Bachlauf gehabt, aber der macht das leider nicht. Da müssen wir leider den Bachlauf irgendwann dann später einbauen. DLC kaufen und mit Bachlauf. Guten Morgen, wann spielen wir wieder den WC-Simulator? Hallo, Karl Rudolf, der WC-Simulator ist doch fertig. Den haben wir doch durchgespielt. Geht so, stecke seit Sonntag in einem echten Gefühlschaos. Oh Gott, ist irgendwas passiert, Matze? Du hast doch ab dieser Woche doch wieder, musst du wieder arbeiten, ne? War das nicht so gewesen? Was passiert? Erzähl. So. Jetzt brauchen wir noch mal Fenster. Und zwar... Ah, Mist, da muss ja die Küche hin, ne? Okay, ich plane das mal ein, dass hier in der Mitte ein Küchenblock hinkommt und hier um die Ecke ist auch noch eine Küche. Dann machen wir hier in die Ecke eine Küche und hier wird dann, ist dann hier Essen, Trinken, alles Mögliche wird dann hier gemacht. So, einmal prüfen. Geil. Das passt. Tragende Wände hat gepasst, Leute. Gell? Hab ich doch im Kopf gehabt, Matze. Ja, aber wie ist das jetzt mit dem Umbau? Wie machst du das jetzt? Wie seid ihr noch nicht fertig, ne? Machst jetzt einfach bei Gelegenheit wahrscheinlich, ne? Hallo Jan, guten Morgen. Ich frage mich ja ernsthaft, wo in deinem Traum aus dem Schlafzimmer das Bett und die Schränke hin sollen. Ja, das ist ja erst unten, Anja. Das ist unten. Apropos WC-Simulator, hast du ein Gästeplumpsklo eingeplant oder gehen Gäste bei dir ins Bad? Ja. Ins Bad, Crazy Wheel. Also das ist das Gästezimmer und das ist das WC für unten. Da kommt selbstverständlich auch eine Dusche und eine Badewanne rein. Also das WC bzw. Bad wird sehr, sehr groß ja auch werden. Ja. Zensi, komm, wir müssen reden. Also wenn du jetzt nicht gewinnst, Racker, dann hat Zensi wirklich was gegen dich. Weil bisher, Jens hat schon gewonnen gegen Zensi, Alexander hat schon gegen Zensi gewonnen. Die ist eigentlich besiegbar heute. Ja, Familie Suchtis, richtig, ja, ja. So, nächstes Stockwerk. Ich würde sagen, hier unten sind wir fertig. Nächstes Stockwerk, erste Etage. So, man kommt jetzt hier hoch. Jetzt brauchen wir natürlich viele Zimmer. Oh, jetzt wird's lustig, Leute.
Okay. Man kommt hier hoch. Dann kann man seitlich hier rumgehen. Seitlich hier rumgehen. Deswegen kommt... Boah, wie viele Zimmer machen wir denn hier oben? Das könnte schon ein Wintergarten werden, so viel wie ich gerade sehe. Ein Wintergarten mit allem, was geht. Umboy läuft nebenbei weiter. Ja, hast du? Hast du? Ich sehe nichts, Matze. Ich habe nichts geflüstert. Ach doch, da. Warte. Ach du heiliger Strohsackmatze. Ja, das kann ich nachvollziehen. Oh, das ist doof. Ach du heiliger. Ja, da muss man... Ach du heiliger. Da musst du dich jetzt erst wieder ordnen, ne? Das ist jetzt wieder ein paar Wochen... Ja, ich kann nachvollziehen. Ja, ja. Krass. Es kommen noch 5 Stockwerke. Ach, schade, Matze. Das tut mir echt leid für dich. Das Gäste-WC ist größer als manches Schlafzimmer. Das hat ja 5 auf 5 Meter, oder? Gäste-WC mit 25 Quadratmeter, geil. Ja, es wird ja ein Gäste-WC plus unten natürlich auch nochmal, damit man nach dem Pool danach sich duschen kann, Anja. Wegen unserem Testprojekt nur mal so Donnerstag habe ich ab ca. 13 Uhr und Freitag so ab 11 Uhr Zeit. Okay. Oder am Wochenende, haben wir dann gesagt, Racker, ne? Wochenende dann. Oh, das wird schlimm werden, Anja. Ich habe das im Gefühl. Wie viele Quadratmeter wären das? Kann ich da irgendwie... Ist das zu wenig? 15 Meter? Ich möchte hier so einen kleinen Wintergarten machen. Wintergarten inklusive Bad. Wo du mit der Badewanne rausschauen kannst auf den Pool. Was haltet ihr davon? Wir brauchen einen Kellerpool, einen Whirlpool, Sauna, Solarium, Gamingzimmer, 10 Schlafzimmer, 2 Wohnzimmer. Richtig, ja, ja. Irgendwie muss ich es hinbekommen, aber jedes Mal, wenn ich an sie denke, bekomme ich eine Idee. Oh, Matze. Ach, es ist doch alles. Liebeskummer ist doch eines der schlimmsten, oder? Ach, was eine Not. Geil. Es wird so geil. Was? 2 Küchen? Dankeschön, Lina. Hab einen wunderschönen Tag. Bis Donnerstag. Badewanne im Wintergarten und Grill direkt daneben, damit man nicht aus der Wanne steigen muss. Richtig, Racker. Ja, richtig. Oh, Matze. Oh je. Eieiei, was eine Not. So, das Bad haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir ein Schlafzimmer. Ich überlege gerade, ob ich uns ein Schlafzimmer hier reinzimmer und die Kinderzimmer daneben auch. Ich glaube, das Zimmer, wenn du das so hast, 4 Meter. 4 Meter. Ist ja riesig, ne?
könnte man aber machen. Warte, Ratschefummel. Was hat er denn da jetzt gemacht? Ich will's geratschelt haben. So. Das passt doch gut. Da machen wir ein Gemeinschaftsbad. Obwohl die Kinder brauchen eigentlich ein eigenes Bad, ne? In jedem Zimmer ein Fernseher, selbstverständlich, Panzerchaos. Selbstverständlich. Such dir schon mal zwei zusätzliche Jobs, damit du das Haus finanzieren kannst. So. Vier Meter ist schon in Ordnung, gell? Vier Meter. Ja. Ich hätte gerne noch einen Kinosaal. Was ist ein Kinosaal? Ein Kinosaal! Leute! Ein Kinosaal! Wie Kinder? Ich dachte, das ist das Haus vom Ruhestand. Da gibt es keine Kinder mehr. Ach so, ja, Paddel, daran habe ich auch noch nicht gedacht. Warte mal, Ratschefummel. Richtig, stimmt ja. Na doch, ich brauche doch Kinderzimmer für meine Kinder, die kommen doch mich auch besuchen. Wünscht man sich, ne? Naja, komm. Am Ende ist es nicht so, aber egal. Man wünscht sich halt, gell? So. Das ist aber nicht mittig, ne? Ach, schon wieder Ratschefummel. Was ist denn die mit von dem? Ist das die mit? Das können die Mitte sein, ne? So. Naja, das eine Zimmer ist größer als das andere, dann ist es so. Was du, Nate, spendet, damit wir Jens noch manchmal im Chat sehen können. Da hast du jetzt aber ein Kind lieber als das andere. Ja. So. Ich habe schon wieder eine Idee, Leute. Ich habe schon wieder eine Idee. Ich habe schon wieder eine Idee. Warte. Tauschen, trennen, wechseln. Wechseln. Nee, andersrum. Gute Laune. Jetzt sind wir alle dabei. Ach so, so rum, ja. Ach, das kann ich jetzt nicht hier hinmachen, oder was? Oh, das ist ja auch fies. Jessie! Juhu! Wie geht's dir? Vielen lieben Dank für dein Raid und herzlich willkommen! Was hast du Schönes gemacht? Wie geht's dir? Conan wieder gespielt. Guten Morgen! Na? Über deinen Stream? Hast du überlebt? Ja. Ja, der Jens bringt dir was mit, Paddel. Was zum Spielen und Schokolade. Wenn die Kinder zu Besuch kommen, gibt es ja ein Gästezimmer. Also ich denke auch, da kann man ruhig ein Streamingzimmer draus machen oder so ein Gamingzimmer. In dem einen wird PlayStation gespielt, in dem anderen Xbox. Frag schon mal nach der Gehaltserhöhung. Es stört mich jetzt, dass ich die Räume hier nicht so hinsetzen kann. Wisst ihr, was ich meine? Der will, dass ich hier was hinsetze.
Anders geht's nicht. Das finde ich blöd. Kann ich die Tür hier ratzefummeln? An alle, die von Jesse gekommen sind, wir spielen hier gerade den Building Simulator. Heute ist Demo Day. Heute ist Dienstag und wir spielen an einem Dienstag immer Demos. Und wir wollen uns gerade unser Häuschen bauen. Und ich glaube, wir sind noch sehr lange beschäftigt, weil das Haus von Karl-Heinz muss einfach wunderschön werden. Es tut mir sehr leid. Schon an alle Beteiligten. Weißt du, was mich stört gerade? Dass das Zimmer ein Fenster hat und das nicht. Was wird denn das da für ein Zimmer? Das ist kein Kinderzimmer. Das wird ein Kinderzimmer. Und dann müsste ich eigentlich auf der Seite. Wie viel habe ich in Abstand? 2, 4, 6. Auf der Seite, ne? 2, 4. Hier. Ach, ich denke zu quadratisch. Ich will auch verwinkelte Ecken haben. Heute mal früher, mein Söhnchen hat mir wohl die Grippe angeschleppt, geht gerade etwa angeschlagen, hoffe, hier geht's gut. Oh, gute Besserung an alle, Jesse. Oh nein. Ja, ich meine, Gesundheit geht immer vor, Jesse, gell? Ja. Aber ist auch gerade ein verrücktes Wetter. Mit warm, kalt und so weiter, gell? Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Besserung auch an deinen Sohnemann und ne, dass es dir bald oder euch wieder besser geht, gell? Hoffentlich schon morgen. Bei uns ist alles klar. Ja, ja. Junkie Moinsen! Juhu! Das wird eine Abstellkammer für die Xbox und die PlayStation. Die Bude von Karl-Heinz heißt dann die Kalle-Halle. Raka! GZ! Wie wäre es denn, wenn da das restliche Bad in dem Mittelzimmer ist? Ich meine, Badewanne, Sauna im Wintergarten ist super, aber ein Klo, in das keiner reingucken kann, ist auch super. Das gefällt mir auch gut, die Idee. Anja. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Dann machen wir es so. Geil. Alles klar, Alexander. Was gibt's denn bei dir heute? Oder doch Streamingzimmer, da braucht man ja eh kein Tageslicht. Das stört ja immer auf den Greenscreen. Ja. Und schon gucke ich zum Fenster. Eine Abstellkammer für das ganze WC-Papier. Und die Dosennahrung, die man horten muss für schlechte Zeiten, ja. Das wird der Panic Room, Leute. Das wird der Panic Room. Das wird der Panic Room. Es gibt Hackfleisch mit Blätterteig umhüllt. Oh, geil, Alexander. Gut, da musst du mal ein Foto schicken. Der Stinker hat Schnupfen, ist aber in der Schule, weil er sonst fit ist. Ich habe seit gestern Abend Nase zu und vorhin ging es dann los. Nase ist nach Mexiko ausgewandert. Die Ohren verdichten, damit ich nichts mehr höre. Und im Kopf in den Konzert als Presto-Schammer statt. Dankeschön für die Besserungswünsche. Oh Gott, Jesse. Oh Gott. Mein Hobby ist manchmal einfach mal allein aufs Klo zu gehen. Ich bin Mutter. Ja, richtig. Was hat denn da für ein Problem? Da kann ich keine Wand hinsetzen, aber hier, dann setze ich halt da eine Wand hin. Das geht nicht, okay?
Fenster. Das wird ein kleines Privatklo. Das wird ein kleines Privatklo. Sagt einem ja vorher auch keiner, aber nach der Schwangerschaft baut man am besten im Bad eine Drehtür ein, damit die Tür zumindest manchmal zu ist. Geil. Das wird eine Drehtür. Ey, ich bin jetzt auch schon mit Drehtür. So. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt haben wir hier vorne den kompletten Bereich noch. Was haben wir gesagt, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Solarium, ne? Oder hier kommt das Solarium rein, ne? Ist wahrscheinlich auch genug Platz dafür. Oh, hier kann ich jetzt nichts machen. Okay. Oder das... Anja, Ankleidezimmer. Achtung, jetzt geht's los. Das kommt aber hier noch rein ins... Hier, das ist ja das Schlafzimmer. Das hier ist wie das Ankleidezimmer hier. So. Das wird alles komplett. Das wird... Schlafzimmer, Ankleidezimmer. Machen wir eine Trennwand hier rein? Weiß nicht. Hier. Warte mal, ich mache erstmal das Fenster. Obwohl im Ankleidezimmer darf hier kein Fenster drin sein. Wie ist denn das? Ich kenne ja Ankleidezimmer nicht. In einem Ankleidezimmer gibt es keine Fenster. Obwohl, man braucht doch zum Anziehen eigentlich doch schon ein Tageslicht, oder? Der Männerruheraum ist auch gut. Der Kinoraum, Racker, wir brauchen auch noch ein Kino. Stimmt. Oh mein Gott, eine Spielwiese für Erwachsene. In den Kinoraum kommt dann der 350-Zoll-Screen an die Wand. Ja, Mann, Racker! Leute, das war gestern so lustig. Der Racker und ich, wir haben so ein bisschen im Internet rumgefutschelt. Und da hatte Racker ein Bildschirm gefunden. Der kostet, wie viel hat er gekostet? 350.000 Euro ungefähr. Und hat 350 Zoll. 350.000 Euro. War sehr lustig, ja. Also den kaufe ich mir dann und dann spielen wir auf der Gas und dann lade ich euch alle ein. Ne, nur Licht von der Decke, Kate. Also da darf gar nichts hin eigentlich, ja. Dann machen wir es so, dann machen wir hier die Trennwand rein. Ab hier. Das wird das Ankleidezimmer. Das heißt, hier kommt jetzt noch eine Tür rein. So. Und hier kommt der Kinoraum rein. Inklusive Barbereich. Und Dart. Und Billard. So, Dart und Billard. So. Dart und Billard. Ja, dann machen wir hier auch noch eine Tür rein. Oder?
Ah nee, das geht gar nicht wieder. Dass wir direkt aufs Klo können, weißt du, vom Kino aus. Der Screen wiegt 800 Kilo. Da muss der Jens noch ein paar Tage in die Muckibude gehen, damit er die Wand bekommt. Okay, jetzt wissen wir, dass du viele Klamotten hast. Ja, aber da kommen ja auch Schuhe rein, Softeis. Das wird ja ein Schuh- und Klamottenzimmer. Weißt du, so wie bei Sex in the City, wo in der Mitte auch noch was zum Sitzen ist. Ja. So, Kinoraum. Na? Kinoraum, Billard, Dart. Ich würde halt schon sagen, wir machen hier noch eine Tür rein. Damit wir aufs Klo können. So, direkt. Ja, finde ich gut. Das heißt, der Raum hat natürlich keine Fenster. Ne? Weil das ist ja der Kinoraum. So, nächste Etage. Ich habe keine Etage mehr. Ich will aber noch eine. Ich habe noch gar keinen Fitnessraum. Ja, Fitness ist auch überbewertet. Wir können auch Fitness in unserem Schlafzimmer machen. So, es hört sich auch falsch an. Ja, dann, also das Wichtigste haben wir, Leute. Wir gucken noch mal kurz. Wir haben einen Pool, wir haben Sitzecken, wir haben eine Grillecke. Wir haben ein Nebenzimmer mit Terrasse. Wir haben ein riesiges Bad, wo eventuell auch noch eine Sauna mit rein kann. Und auch noch ein kleines Fitnessstudio. Das kann da unten auch noch mit rein. Na, das sind 5,75 Meter, alleine schon der Raum. Also du fast bist ein sehr, sehr geiler Typ. Fast 6 auf 6 Meter. Wie du das immer, ja, ich verstehe das auch nicht, Frohbenheit. Ich weiß es auch nicht. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Friese übrigens. Auch sehr, sehr geil. Ja. Lass dir ja nichts anderes ja erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. So sieht das aus. Versteht ihr, was ich meine? Also wir haben ein Bad von 6 auf 6 Meter. Guten Morgen, Frau zu Juhu, Frau zu Juhu, Frau zu Juhu, Frau zu Juhu. Alex, guten Morgen. Vielen lieben Dank für deinen Sub im 7. Monat und damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersucht, die ist mega. Erzähl, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ich hab irgendwas auf deinem Insta gelesen und ich weiß es nicht mehr. Hast du dir nicht irgendwas gebrochen oder irgendwie sowas? Ich habe irgendwas in Erinnerung. Das Fitnessstudio ist doch die Küche. Ja, richtig. Ich dachte, da kommt nur supergeil. Nee, nee. Fuchsgang! Prost! Klum! Geht so, genau, Rippe durch und deswegen gerade invalide. Ja, dann habe ich es doch gelesen. Alter, wie hast du das hinbekommen, Alex? Hast du wieder versucht, Sport zu machen? Hä? Der Rainer kann doch nur mit jemandem auf dem Motorrad sitzen. Der soll doch nicht selbst Motorrad fahren. Fußball ist nichts für alte Männer, da hast du recht, Alex. Das wird jetzt langsam grenzwertig, auch für dich. Da sollte man irgendwann dann auch aufhören, ja. Fitness im Schlafzimmer. Nein, Kate, ich hab's gesagt. Alex, auf Prost. Klum. Interessant, du gehst vom Treppenhaus durch das Kino ins Bad und dann ins Schlafzimmer. Was machst du, wenn das Bad besetzt ist und du ins Schlafzimmer willst? Nee, nee, pass auf. Das ist jetzt unten Softeis. Na, das ist ja jetzt unten. Also, jetzt weiß ich ja, was du meinst. Stimmt. Du gehst vom Treppenhaus. Vom Treppenhaus, ja. Okay, ja, dann kommt ja halt kein Fitnessstudio rein. Richtig, das geht ja nicht, ja. Ja, also ihr wisst Bescheid, dann kommt hier nur das Bad rein. Dann kommt hier, oh, dein erster Clip, der musste sein. Ja, Kate. Dann kommt hier die Küche rein, riesengroße Küche. In der Mitte hier auch Küche, Küche, Küche. Esszimmer, Wohnzimmer, riesengroßes Wohnzimmer. Nächste Etage. Wir kommen hier hoch.
gehen hier rein. Hier ist unser Kinoraum. Riesengroßer Kinoraum. Hier hinten ist noch Billard und Dart. Dann gehen wir in dieses Zimmer rein. Das ist eigentlich, ja, noch ein... Das könnte ein Zockerzimmer sein. Das könnte ein Zockerzimmer sein mit separatem Bad. Ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und hier rein geht es in ein, ja... Da sollte ja die Sauna rein, glaube ich, ne? Sauna und Klo. Oh nein, wenn man auf Sauna ist, ist auch nicht so gut, ne? Beste Planung ever. Genau, einmal das Kama Sutra rauf, runter im Schlafzimmer, zack, man hat ein Sixpack. So, pass auf. Und das ist jetzt hier Wintergarten, Bad, wo du Infinity-Badewanne hast, ja, und schwimmst direkt nach draußen, ja. Und hier haben wir das Schlafzimmer inklusive Fitnessstudio und Ankleidezimmer. Ich würde sagen, das ist super. Wir prüfen mal, alle Anforderungen sind erfüllt. Wir können anfangen zu bauen. Na, Leute, wir müssen noch speichern. Das Südeckhaus. Speichern. Finde ich super. Finde ich so geil. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Na. Warte. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Was ist denn das? Was ist denn das eigentlich? Ach, ein neues Projekt. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben unsere Traumgarage noch nicht gemacht. Du schwimmst direkt vom ersten Stock raus in den Garten. Aua, das wird tief. Nein, wir brauchen ja noch eine Rutsche. Wir brauchen noch eine Rutsche, die wird selbstverständlich noch installiert werden, nachträglich. Wo schläft die Chefin mit Karl-Heinz? Ja, das ist oben hier. Das ist hier das Schlafzimmer. Hallo Pro hier! Hallöchen! Und auf dem Dach kommt dann der Tennisplatz, richtig. Ja, richtig. Ja, und ein Tanzsaal würde ich auch noch reinmachen. Nee, wir brauchen erstmal eine Garage für unsere ganzen Autos. Pro, hier gibt's was Neues. War eben Brathändel verputzt, wurde das Mysterium des Abstandstragen der Wände schon enträtselt. Geil. Also erstmal crazy wie geil. Schon habe ich Hunger. Ja, nee, tragende Wände sind immer gut. Es gibt gar kein Zwischengeschoss, ne? Also man kann anscheinend kein Zwischengeschoss bauen. Schade. Ein Dennisplatz gibt's ja. Traumgarage wie in Seven Days mit Auto für jeden Wochentag. Ja, richtig. So, pass auf. Das bedeutet, wir nehmen hier noch mal ein paar Betonwände. Und dann... Boah. Wie machen wir das, Leute, am besten? Also entweder eskalieren wir total und bauen... Stopp. Entweder eskalieren wir total und bauen... Ah, das geht ja nicht. Hier sind ja Fenster, ne? Kann ich hier eine Tür reinsetzen? Nee, kann ich nicht. Oh, ich habe die Garage nicht mit eingerechnet, Leute. Noch geiler, Rutsche aus dem ersten Stock und dann immer die tropfenden Kinder, die aus dem Garten durch die Küche in den ersten Stock, durchs Kinozimmer, durchs Ankleidezimmer und dann durchs Schlafzimmer laufen, um wieder rutschen zu können. Geil, super geil. Es gibt ja bei mir keine Kinder mehr, Anja. Und die Rutsche ist nur für mich. Die ist nur für mich. Die gibt es nur für mich. Das ist meine persönliche Rutsche und mein persönliches Bad. Und da kommt nur ich rein. Die Kinder kriegen ihre eigene Rutsche hier unten.
Hier unten kommt auch eine Rutsche für die Kinder rein, okay? Aber die oben, die ist nur mir. Oh, das ist schön, Pro hier. Das ist sehr, sehr schön. Ja, irgendwann ist es dann auch gut, gell? Ja. Also mein herzlichstes Beileid, Pro hier. Meinst du, dein Mann und du, ihr tropft weniger auf dem Weg? Nein, nein, es geht ja darum, Anja. Es ist ja nicht so, dass wir andauernd rutschen. Du rutschst ja nicht andauernd, sondern es geht darum, dass du hier oben in deinem Infinity-Badewanne sitzt oder hier in deiner Sauna und dann kühlst du dich ab und rutscht halt mit der Rutsche in den Pool. Nackt versteht sich, weißt du? Trotzdem musst du auch wieder zu deiner Rutsche. Ja, aber man rutscht ja nur einmal. Man rutscht nur einmal und dann sitzt man im Pool. Ich brauche übrigens im Pool noch einen Jacuzzi. Kann ich das noch einbauen im Pool? Nee, ne? Hier noch eine Trennwand rein? Nee, schade. Iris-Scanner. Rutsche mit Iris-Scanner. Oh Gott. Pool 100 Meter tief. Und dann per Sprungbrett auf ins Wasser. Gute Frank, Alter, was geht? Was geht ab? Ich muss ab und zu mal meinen Stopsel rausziehen, weil ich erwarte noch Post. Was geht ab? Alles klar? Rutsche mit Iris-Scanner. Grüß dich, Frank, die Chefin dreht durch, ja. Okay. Also die einzige Möglichkeit, unsere Garage für unsere 10 Autos ist, dass wir wieso kann ich denn jetzt keine tragende Wand mehr machen? Drei, 13 Meter Garage. Wie viele Autos passen da rein? Geil, Frank, geil. 13 Meter. Das ist nicht viel, gell? 13 Meter Garage. Eine 13 Meter Garage. 12 Meter Garage. 12 Meter Garage. 12 Meter. Jedes Auto ist 2,20 breit. 2,20 breit, dann habe ich Platz für. Habe ich schon Platz für ein paar Autos, gell? 2, 4, 6, 8. Oh. 4 Autos, gell? Ja. Du kannst keine tragenden Wände machen, wenn du die obere Etage schon hast, stand vorhin in deinem Tutorial. Aber das sind doch spontane Geschichten, die hier passieren. Breite oder Tiefe? Ja. Richtig pro hier, ja. Ja, ja, immer. Ja, ja, normal. Ja. Das ist normal pro hier, ja. Aber ich habe gestern auch zu meiner Mutter gesagt, die ist ja jetzt 73 geworden. Da habe ich auch gesagt, auf die nächsten über 70, plus 70 Jahre. Da sagte, bitte nicht. Racker GZ! Das Beste, wenn man will ja alt werden, aber man will ja auch gesund bleiben, gell? Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so, gell? Eine Garage unter dem Haus mit Aufzug im Haus. Richtig! Aber wir brauchen ja auch noch einen Keller, Panzerchaos. Den haben wir noch gar nicht. Denkt daran, man muss auch ausparken können, ohne diese zu beschädigen.
Ja, also 4 Autos sind zu wenig. Normales Auto, Kombi, Jeep, Cabrio, Rennwagen, sind ja schon 5. Und vielleicht stelle ich mir auch noch eine Harley Davidson zur Dekoration rein, wer weiß. The Real Bad Flight, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Der Keller ist der gesamte Unterbau des Hauses. Richtig, das wird, so würde ich es eigentlich machen, Panzerchaos. Und dann würdest du hier unten reinfahren. Ja, Pro hier. Genau, ja. Ja, dann müssen wir es größer bauen, Leute. Dann müssen wir es doch so bauen. Da habe ich zu wenig Gatten. Meint ihr, ich habe zu wenig Gatten dann? Oder meint ihr, das reicht? 20 Meter Garage. Finde ich gut. 20 auf 10. 20 auf 10 Meter Garage finde ich gut. Du hast den Rollator vergessen. Richtig, ja. Lifter Treppenlift. So, mein Kind ist gerade schon heimgekommen. Von 7 Lehrern sind 4 derzeit im Krankenstand. Großteils in Quarantäne. Die haben Unterricht in der Aula, weil sie sonst zu wenig Lehrer für zu viele. Nein, Anja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der helle Wahnsinn. Wie findet ihr denn das? Hier kann ich auch nichts hinmachen. Oh, sei bloß, ich kann hier jetzt keine... Kann ich... Oh, Gott sei Dank, ich kann eine Tür hinmachen. Ach stimmt, hier kann ich ja keine Tür hinmachen, ne? Okay, das Fenster muss ich verkleinern, Leute. Das Fenster muss ich verkleinern, sonst können wir nicht direkt in unsere Garage rein. Keller ab 100 Meter tief, dann hast du unterirdisch aber sowas von Platz. Geil. Im Grunde ist das nur Notbetreuung, weil die Lehrer sind um jedes Kind froh, dass sie um 11 Uhr mit heimschicken können. Ja, ach du Scheiße, Anja, ey. Moin, hab dich durch Raft kennengelernt. Bist wie ein Raft-Lexikon für uns, wenn wir mal Hilfe brauchen. Geil! Das freut mich aber, The Real Bad Flight. Und herzlich willkommen auch im Chat. Ja, freut mich immer, wenn ich helfen kann. Es geht ja hoffentlich bald auch weiter mit dem Update, gell, von Raft. Dann geht's natürlich weiter. Ja, ich muss die Fenster kleiner machen, Kate, eindeutig. Vor allem das da, ne? Dann lass mich erstmal die Tür setzen. Ein Pfad? Nee, kein Pfad. Vielleicht kann ich hier noch eine Betonwand bauen. Was haltet ihr denn davon? Ach ja, warum nicht? Gut, finde ich gut. So, meine Garage. Achso, das geht ja jetzt nur Außentür, geht ja nicht, ne? Dann kommt hier noch eine Tür rein. So.
Ich glaube, du musst das Fenster einfach nur verschieben. Aber dann ist es nicht mehr schön, Anja. Guck, jetzt geht's nicht mehr. Nee, ich muss es verkleinern. Wenn ich es eins groß mache, dann macht das nicht mehr. Guck. So. Nee. Da will er jetzt keine Fenster mehr hinmachen. Da will er jetzt keine Fenster mehr hinmachen. Ein Pfad brauche ich noch. Was habe ich denn da? Ein Dreierpfad? Ach komm, wir machen es so. Und hier wachsen ganz viele Blumen, ne? Ich bin nur am Überlegen, soll die Garage vorne auch noch einen Eingang haben oder nicht? Irgendwo müssen ja die Mülltonnen hin, ne? Nee. Die Mülltonnen kommen ganz bestimmt nicht in meine Garage, wo die teuren Autos drin stehen. Ich bräuchte eine Mülleimer-Garage. Wenn du mal ums Haus rennen musst, bist du beim Nachbarn auf der Wiese, ja. Ja. Die Garage ist größer wie das Haus. Ich würde an deiner Stelle tauschen. Ja, aber Autos sind ja auch viel wichtiger, Pro hier. Ja, ein Fenster, mit dem du auf den Garagenwand guckst, ist ja eh nicht wirklich schön. Ja, aber die Wand, die werde ich schön streichen. Beziehungsweise, also hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann ja hier ganz viele tolle Büsche pflanzen. Und dann guckst du wie auf so einen Wald. Also das kenne ich bei anderen Häusern auch. Die gucken dann aus ihrem Fenster raus. Und anstatt auf eine Mauer zu gucken, ist dazwischen ganz viel Grün. So ist das geplant. Alles klar, Matze. Pass auf dich auf. Einsturzgefahr, warum? Ein Fenster macht da eh keinen Sinn, dass du gegen die Garagenwand schauen würdest. Na doch, doch, wie gesagt, das kommt alles, das wird alles grün. Das wird alles grün, Leute. Wir haben ja auch einen Gärtner. So, ich bin nur gerade am Überlegen, unsere Garage muss ja offen sein, ne? Das heißt, ich muss das ja alles komplett wegmachen. Beziehungsweise, haben wir ja ein abschließbares Grundstück. So, unsere Garage steht offen. Und hat jetzt noch eine Mauer. Oh Gott, Leute. Wir sind, glaube ich, 8 Jahre beschäftigt, jetzt zu bauen. Ach du Scheiße. Matze, moin, wie geht's dir? Ach du Heil, du brauchst definitiv ein größeres Grundstück. Bei der Garage kannst du ja noch ein Estrich hinmachen. Und aus dem Grün kommen dann Millionen Mücken und zerstechen dich, ja. Tragende Stützen und Balken. Wie kommst du jetzt in die Garage? Wenn das Haus fertig ist, stellt sich heraus, dass es vom Spiel aus nun in den Garten geht. Oh Gott, das wäre wieder was. Ja, stimmt. Ich habe wieder nicht nachgedacht.
Dann muss ich das hier wegmachen, ne? Hier kommt dann alles, weiß ich nicht, das wird jetzt bepflanzt. Wir müssen uns das alles vorstellen. Hier wird alles bepflanzt mit Blumen. Und hier kommt ein riesengroßes Tor hin. Dann mache ich doch das hier noch wieder weg. Na? Dann lassen wir das so. In die Garage kommt man sicher über eine Brücke. Also, ich bin jetzt fertig. Prüfen. Falsche Form der tragenden Wand. Trennwände können nicht außerhalb des Gebäudes platziert werden. Aber ich wollte doch eine Garage, Kinder. Wir kriegen keine Garage, Leute. Was habe ich, eine Vogelspinne auf dem Kopf? Oh. Wir können uns, die Garage ist, geht nicht. Wir müssen die Garage abreißen, Leute. Wir müssen die Garage abreißen. Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Falsche Form der tragenden Wand. Heißt das, ich muss das ersetzen mit der Trennwand oder was? Nee, ne? Kann ich das einfach... Nee, das kann ich nicht austauschen, ne? Was hat er denn eigentlich für ein Problem? Ach Leute, mach's doch nicht so kompliziert. Gib doch der Mutti mal ein bisschen Spaß hier. Geh weg. Mutti will Spaß, weißt du, und Spie sagt nö. Ach, Kinders. Und jetzt? Tja, ich muss das alles abreißen, Leute. Das heißt, wir müssen nachträglich unsere Wand von einem anderen Bauunternehmer einziehen lassen. Unsere Außenwand. Die hätte ich gleich als erstes gebaut, damit die Nachbarn nicht so neidisch rüberschauen. Aber das Spiel will es einfach nicht. Beziehungsweise hier unser Baufuzzi, der will das einfach nicht malen. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ja, anscheinend ist die Trennwand nur für innen. Das heißt, wir können jetzt keine Garage bauen, Softeis. Kannst ja beim EG was machen für die Autos, musst aber den Raum dann hochnehmen. Ich verstehe halt nicht, warum wir jetzt nicht noch tragende Wände... Also warum ich nicht einfach weiterbauen kann unten. Ich kann doch sagen, weißt du was? Nö, ich würde gern weitermachen mit EG. Aber soll nicht sein. Kann man nur am Anfang mit den tragenden Wänden erstmal nur bauen und dann den Innenausbau? Anscheinend hätte ich die erste Etage nicht machen dürfen. Ich hätte unten fertig machen müssen, Kate, und dann weitermachen mit oben. Garage mit tragender Wand, ja. Ja, ich habe, wie gesagt, die tragende Wand kann ich nicht anklicken, ne? Das ist das Problem. Ich muss also die Betontrennwand nehmen und die funktioniert auch nicht. Wenn ich jetzt die Wand nehme, die auch nur wahrscheinlich für innen ist, ja, geht auch nicht. Schade. Leute, wir müssen unsere Traumgarage nachträglich einbauen lassen.
Giant Fun, vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat und damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersuchtis. Mega! Guten Morgen! Ist noch morgen? Ja, es ist noch morgen. Wie geht's dir? Alles klar? Ich glaube auch vielleicht, auch wegen der Demo kann man es vielleicht nicht machen. Ne? Hallöchen, liebe Grüße zurück! Oh, Kate, das jetzt sind wir so eskaliert mit der ersten Etage, die werde ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ja, genau, richtig. Wir speichern jetzt. Speichern. Bist du sicher, dass du diese Datei überschreiben willst? Ja. Ne, wir haben das jetzt also hier schon vorbereitet. Hier kommt die Garage dann am Ende hin. Wir haben das schon mal vorbereitet. So. Und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt wird geprüft. Jetzt ist alles in Ordnung. So, wir haben auch gespeichert. Und das war's. Zurück. Verlassen. Bist du sicher, dass du aufhören willst, ohne zu speichern? Ja. So, neues Spiel. Das Tutorial. Kann ich bauen? So. Jetzt gehen wir ans Bauen, Leute. Oha, Bro, hier sehr gut. Eieiei, Anja. Alles klar, wir sind bereit. Folge mir. Folge mich. Der sieht komisch aus, gell? So, ich folge dem erste Mal nicht und guck mich erstmal um. Oh, guck mal, das sieht ja geil aus. Alter, die Qualität ist ja der Knaller, ne? Boah! Hä? $50,000 haben wir, das ist aber zu wenig, ne? Ey, das sieht ja aus wie bei The Last of Us oder so, ne? Hüpf. ich will ja aber nicht mein Haus bauen. Das Werkzeugradl! Das Werkzeugradl! Ja, Wahnsinn! Das Werkzeugradl! Wow! Was? Öffne das Werkzeugrad. Das Radl, habe ich doch gedacht. Das Radl. Das Scrollrad. Was für ein Scrollrad? Halte das Scrollrad und den linken Puffer. Oh! Ich habe Hände. Ich habe Hände, Leute. Was soll ich halten? Was ist denn ein Scrollrad? If you know it, di-di-di-di-di-di-di. Rücker. Was ist denn ein Scrollrad? Was ist denn ein Werkzeugradl? Oh, das sieht echt cool aus, ne? Alter. Ey, wir sind hier bei The Last of Us, ne? Das Mausrad habe ich schon benutzt, Frohbeneiser. Das funktioniert nicht. Warte mal, ich drück's mal. Ach, ich muss es drücken. Unter der Q-Taste. Ach du Alter. Q.
Schalungen verlegen, Fundament ausgraben. Jetzt wird's lustig, Leute. Starte den Betonmischer, stelle Beton her, hebe die Schubkarre auf, gieße Transportbeton drauf, fahre mit der Schubkarre bis zum Aushub und gieße Beton hinein oder verwende einen Betonlastwagen, um Fundamente zu gießen. Ach du Heilige. Hast du mal eine Schaufel für mich, mein Freund? Hast du nicht? Mama Mia? Ja, das hast du was. Mit einer Schaufel. Ach, ich hab schon eine Schaufel. Das ist ja super. Das ist ja der super helle Wahnsinn. So, jetzt muss ich graben. Ach so. Karl-Heinz! Das ist aber nicht graben. Du sollst es nicht antäuschen. Du sollst graben. Oh, das macht Spaß. Kann ich auch einfach halten? Juhu! Oh Leute, das Spiel müssen wir kaufen, um unser Südikhaus zu bauen. Ich weiß jetzt schon, wir werden eskalieren. Also das Spiel ist ja noch nicht verfügbar. Aber wenn es rauskommt, glaube ich, finde ich jetzt schon mal gut mit unserem Haus. Ich muss das Haus bauen, unbedingt. Und dann werden wir so mal so richtig eskalieren, ne? Oder auch verschiedene andere Häuser mal nachbauen. Drücke Tab, um den Shop zu öffnen. Wir brauchen Schalungen und Verstärkungen. Wie viel brauche ich denn? 100? Jetzt habe ich 111. Kaufen. Wusstest du, dass man mit gedrückter linker Maustaste oder rechtem Trigger auf dem Gamepad dieses im Handumdrehen einsetzen kann? Nein, das wusste ich nicht. Zeig es mir doch. Jede Bauphase zeigt ein Hologramm. Kennst du den Witz darüber, wie eine Person arbeitet und der Rest nur zuschaut? Oh mein Gott. Manuel Würfel, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo. Alright. Now, let's do it. Okay. Platzieren. Och, das geht ja ratzifatzi. Oh, das ist ja schön. Oh, das gefällt mir. Oh, dass es nicht so, weißt du, so ätzend ist, dass du dann so, dass du da so alles so und dann gucken musst. Ach, das ist aber schön. Und jetzt die Verstärkungen. Verstärkungen platzieren. Ach, guck mal. Ach, ist das schön. Ach, Tor macht bauen Spaß, Leute. Finde ich gut. Oh, ich habe jetzt gedacht, wir können unser Häuschen bauen. Aber das kannst du wahrscheinlich dann nur in der Vollversion machen. Schade. Dankeschön. Dankeschön. Now we have to do the Betonmischer, Leute. Die Chefin hat keinen Bock mehr auf das Game. Wieso? Wer hat das gesagt? Panzerkar, wer hat das gesagt? Und Zublisch, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo. Wer hat das gesagt? Steil den Betonmischer. Oh, jetzt geht's los. Betonmischer. Betonmischer, mein kleiner Freund. Schubkarre, die nehmen wir uns jetzt. Ist das schon fertig oder was? Ach so. Ach, das ist so komfortabel, Leute. Das gefällt mir. So baut man ein Haus. So baut man ein Haus. Schade, dass ich den Betonmischer nicht ausprobieren kann.
Schön. Schön, Leute. So macht es Spaß. Oh, Zensi hat, hat gewonnen. Sie hat leider zu viel Holz vor der Hütte. Es tut mir sehr leid, Raka. Uiuiui. Oh, das ist so komfortabel, Leute. Das gefällt mir. Hört ihr auch ein bisschen den Sound? Ja, ne? Ah, wir müssen unser Südikhaus bauen. Ich hoffe es, dass der das jetzt so abgespeichert hat. Also selbst das Planen hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, obwohl ich jetzt nicht Bauzeichner gelernt habe. Von daher würde ich sagen, jetzt alleine schon bedienungstechnisch ist das Spiel schon sehr, sehr schön. Also ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch, aber das Spiel klappt super. Super. Klingt wie Schleim, ja. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Also darf Zensi auch einmal gewinnen, sonst spielt sie ja nicht mehr mit mir. Ja, richtig. Kann ich auch so machen? Einfach kipp? In der Demo wahrscheinlich schon, ne? Grabe die oberste Bodenschicht mit einer... Gratulation, dass das Fundament-Tutorial beendet. Du kannst zurück zum Hauptmenü gehen oder die nächste Stufe. Nee, ich will das nächste Tutorial, bitte. Thank you! Hör jetzt auf, so viel zu labern, ich will bauen. Komm jetzt! Komm! You can create two types of mixes. Mortar and concrete. Ich kann Mörtel und Beton machen. Der Mörtel wird benötigt, um die Blöcke zu verbinden. Der Beton dagegen wird für Fundamente verwendet. Das wissen wir. Geil. Du verlierst $1 pro Sekunde, wenn du den Betonmischer anlässt. Sei schnell und effektiv. Ach du heiliger Schosack, warum denn das? Schalte den Betonmischer ein. Push the button. All the ingredients you need can be found around the concrete mixer. Above the concrete mixer, there are the ingredients you need to create a mortar. Gib Sand in einer Schaufel. Guck mal hier. Ach du heiliger Strohsack. The wheel on the bill goes round and round. Ich verliere Geld. Nimm den Zement aus dem Zementsack und gib ihn hinein. Wassereimer? Wo denn? Wo ist Wasser? Wo ist der Orme? Wo ist der Orme? Ah, oh, den habe ich auf der Hand. Komm. Aha. Geil. Fertig. Und jetzt wähle Beton aus dem Panel aus. Kann ich hier pushen jetzt, ja? Geh zum Mischer und finde das Panel. Nee, nee, du brauchst die Hand. Wähle Beton aus dem Panel. Was für ein Panel, mein Freund? Ach, hier. Ach so. Klicke auf Auto auf dem Panel, um Beton zu erstellen. Ach, hör doch auf.
Aha. Aha. Nimm die Schubkarre. Aha, ab und zu muss man die in die Hand nehmen und ab und zu nicht. Gieße den Beton aus dem Mischer. Aha. Wie denn? Was nicht so wie bei The Seven Days einfach alles anlassen. Ja, ja, ich merke das schon. Hallo Chris, juhu. Na, alles klar? Muss ich hier den Push the Button machen oder was? Gieß den Beton aus. Ach so, hier, Entschuldigung. Okay. Das klappt aber echt gut. Betonestrich, Leute. Jetzt kommt der Betonestrich. Das ist schön, Chris. Das freut mich. Und Prost, genau. Klong. Jetzt kommt der Betonestrich. Bei mir auch alles fit. Alles fit, Chris. Bin zwar schon seit 3 Uhr wach, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, ich grabe den Boden für den Betonestrich. So. Haben wir das nicht erst gemacht? Ach, das macht Spaß, Leute. Jetzt wird natürlich eskaliert, ne? So, platziere den Sand mit der Schaufel. Entweder mit der Schaufel oder der Schubkarre. Ich bin schneller als du, gell, mein Freund? So, und jetzt muss ich wahrscheinlich mit der Schaufel. Das ist doch geil. Klappt doch gut. So. Ich sehe aus, ob ich gerade aufgestanden bin. Oh Gott. Das ist aber schön. Ich habe schon viel Kaffee in Durst, Chris. Viel, viel Kaffee. So. Kaufe 30 Gitterverstärkungen. Kaufe 30 Gitterverstärkungen. Ja, das sind die ja, ne? Ach nee, die da. Netzverstärkungen sind das. Ah ja, 30. Alles klar. Oh, das ist schön. Also, wenn man es einmal gemacht hat, glaube ich, kann man schon ein Haus bauen, ne? Und außerdem habe ich ja noch euch dann im Stream, die mir dann sagen am Ende... Noch danke, Chris. Die mir dann noch am Ende sagen, ob ich was falsch mache oder so, gell? Vier Schaufeln und der Schubkarren ist voll. Skeptisch. Guck, was denn das für eine riesige Schaufel? Wenn das in real nur auch so leicht ginge, ja. Hallo Lilia, guten Tag. Na, alles klar? Was gibt's Neues? Erzähl. So, ach, da ist jetzt der Beton drin? Jetzt will er wieder nicht, ne?
If you're happy and you know it, clap your hands. Und vor allem, ich laufe halt hier so richtig schön drüber, ne? Geht normalerweise auch nicht. Bodenisolierungen. Oh, wir brauchen eine Fußbodenheizung, Leute. Bodenisolierung. Hab ich. Geil. Geht so, seit gestern kein Fahrstuhl, muss nun zweimal am Tag mit Hund 201 Stufen laufen. Oh nein! Lilia! Also einfach? Also 100 runter und wiederum 100 hoch? 100? Ja. Ja. Ja, das ist dann schon mal was. 200 pro Richtung? Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger. Die Schubkarre wird nicht leerer. Ja, das ist jetzt in der Demo so, Chris. Das ist jetzt in der Demo so. Ach du heiliger. Oh, da musst du wirklich überlegen, wenn du mal unten warst, Lilia, wie, da, wann du wieder hochgehst. Und was du mitnimmst und alles. Das ist ja dann auch mit dem Einkaufen. Wie machst du denn das? Das ist ja Wahnsinn. Die Knie sagen jetzt schon nein, danke, wir wollen nicht mehr. Ach, das glaube ich dir, Lilia. Ja, weißt du schon, wann dann der Fahrstuhl wieder repariert wird? Der Betonestrich? Soll ich wieder machen? Soll ich nochmal machen? Ich soll nochmal den Betonestrich nehmen. What is the lightest kind of building you can construct? A lighthouse! Betonestrich. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, wie ich das mache. Merkt ihr das? Ich kann da nämlich nicht mehr sonst da drüber fahren, ne? Jetzt hat mir dieser Roboter einen Ohrwurm gemacht. Bis zum 13.5. Ach du heiliger Strohsack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Lilia, wie machst du denn das jetzt mit den Einkäufen und überhaupt? Wie übel ist das denn, bitteschön? Ja, mega! Aha! Ach ja! Ach ja! Was denn? Ja! Nächste Stufe! Kuckuck, Zingy! Na, was geht ab? Und moin, Poltron! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Juhu! Ja, Eskalationsszene, ich sagte das. Was hab ich geguckt, ey? Ja, schön, Lilia. Ja. Ah, okay, Lilia, sehr gut. Vielen Dank für die Bits. Vielen Dank, Willi von dir. Eskalieren kenne ich nicht. Dankeschön, Zeni, für 1000 Bits. Bist müde, Baltram? Ich auch. Komisch, wir haben alle heute schlecht geschlafen, gell?
Ist denn wieder hier, ist denn Vollmond? Ich weiß es gar nicht. Hallöchen, Elke! Sag mal, hast du am Samstag Lotto gespielt? Und ab 8 geht über mir das Bauen los, also schlafen ist schwierig. Oh je, Lilia. Elke und Kate, Prost! Klung! Leider verpasst, dann am Mittwoch oder wie? Oder wann spielst du normalerweise, Elke? Ich glaube, Lotto geht doch immer Mittwoch und Samstag, ne? Das weiß ich noch. Kaufe 100 Hohlblöcke. 100 Hohlblöcke soll ich kaufen. Fantastic. Thank you. Now it's time to pick up order. Mörtel aufnehmen. Geil. Select trowel and pick up mortar from the wheelbarrow. Once collected, it remains. Also, du spielst sonst gar nicht. Hat jetzt irgendjemand von Freitag, als ich die Lottozahlen vorhergesagt habe, Lotto gespielt? Anja, du? Nix Vollmond, war Halbmaß. Oder Racker, hast du Lotto gespielt? Hat jemand von euch Lotto gespielt mit den vorhergesagten Zahlen? Hätte mich mal interessiert. Ah, ich muss eine Kelle nehmen. Warte mal. Ich muss eine Kelle nehmen. Hier. Karl-Heinz, mach mir die Kelle. Boah. Wahnsinn. Was wir alles können, Leute. Hallo Robot, Hallöchen. Na, alles klar? Und Tom ist auch am Start. Juhu. Du hast gespielt, du hast 6 richtige. Geil. Und was heißt das jetzt, Tom? Du spielst kein Lotto. Spiele kein Lotto. Lotto spielt nämlich Zeni. Geil. Ich spiele nie Lotto. Mir hat mal jemand gesagt, das ist auch nur eine Steuer für Leute, die nicht rechnen können. Ach so. Ja, aber ich habe euch doch so tolle Zahlen vorher gesagt. Ich habe gedacht, ihr wollt jetzt alle mal damit Lotto spielen. Hab seit Jahren kein Lotto mehr gespielt, seitdem ich 5 richtige gehabt hatte, aber Tag zuvor vergessen hatte abzugeben. Oh, ist es wirklich passiert, Racker? Oh. Ach du Scheiße. Das glaube ich dir, Racker. Ich würde dann auch nicht mehr spielen. Ich hab doch platziert. Oder? Guck. Hier habe ich platziert. Und jetzt kommt der Block drauf. So, jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Mörtel. So. So. Du gewinnst jedes Mal, du spielst kein Lotto. Scaffolding will be very helpful when working at heights. Select a scaffolding from the tool wheel. 14, 37, 38, 40, 46, 49, 2. Das waren die Zahlen vom Samstag. Oh, hatte ich nicht auch die 38 gehabt? Und die 46? Also zwei Zahlen waren richtig, glaube ich, ne? Ist passiert, war abends mir ein Schnacken und dann im Halbdelirium nächsten Tag Zahlen nachgeschaut. Oh Gott, Racker. Ich würde auch nie wieder spielen, wenn ich... Ich kann es voll nachvollziehen. Ich baue ein Haus, Baltram! Deine Vorhersage war gar nicht so schlecht. Naja, zwei, Elke. Zwei ist schon mal. Good work. You can climb the ladder by clicking on it. Zwei, ja. The 12th layer is the lintel layer. Klettern. Never heard of it?
transfer the weight from the opening to the adjacent. Kaufe einen Sturz. Was ist denn ein Sturz? Ein Sturz. Was ist denn ein Sturz? Platziere den Sturz. Ach so. So nennt sich. Ach, das nennt sich so. Aha. Du hattest 2 in den 30 und den Rest meine ich auch in den 40. Ja, richtig, Kate. Ja, dann kann ich ja doch den Vorhersager machen, Elke, hä? Den Sturz bekommst umsonst, lauf auf dem Gerüst bis zum Ende und geh noch 2 Schritte weiter. Ja, ja. Kaufe 20 Deckenblöcke. Kaufe 20 Deckenblöcke, mein Freund. The sky's the limit. Ceiling blocks on each level. Enough dad jokes. Kann ich hier drauf stampen? Ey, wir müssen jetzt unser Traumhaus bauen, ne? Wenn das Spiel am Start ist, zerlegen Sie das Gerüst mit dem Bohrschrauber. Muss doch mal auf den Arme. Bauschrauber, ist da hier noch Schrauber? Am besten, wenn man draufsteht. Oh, ich liebe Baumaschine, ja. Ich liebe Schrauben-Dingsbums. Wie nennt sich das? Schraubenzieher, elektrischer Schraubendings. Oh Gott. Alter, jetzt finde ich aber wieder keine Worte hier. Ich bin so aufgeregt. Wenn du Lotto spielst, kannst du auch eigentlich eine Versicherung für Personenschaden durch Blitzschlag abschließen. Ja, ja. Akkuschrauber, genau, Akkuschrauber, richtig. Finde ich ganz, ganz toll. Kaufe eine Außentür. Hab ich. Ach du Heiliger. Buy one outside door. Great. Select it from the inventory and look at the entrance of the house. You may notice that the door is in the wrong position. Adjust it using the scroll bar. Ich bin schneller wie der Karl-Heinz Bubble, ne? Schraubendreher und nicht Schraubenzieher. Ich sag immer Schraubenzieher. Ich sag immer Schraubenzieher, Robert. So, jetzt ist er da. Ich sag immer Schraubenzieher. Oh, das macht Spaß. Oh ja. Oh ja, das macht Spaß. Da sehe ich mich. So. Fülle die Keile mit bloßen Händen. Keile. Tür. Cool. Oh, ja. Wir haben eine Tür. Amazing. Chefin ist verwirrt. Baltran, wir sind gerade eskaliert. Wir waren gerade Bauzeichner. Weil hier in dem Spiel hast du die Möglichkeit, dir wirklich dein Traumhaus zu bauen. Und wir haben uns ein Traumhaus gebaut, Baltram. Mit riesengroßen Pool. Wie lang war er? 30 Meter lang? Dann hatten wir eine riesengroße Küche, ein riesengroßes Bad. Oben hatten wir einen Kinosaal mit Billard, mit Dart, ein riesengroßes Schlafzimmer, mit Sauna, mit Ankleidezimmer. Dann hatten wir ein riesengroßes, also auf der ganzen Länge,
hatten wir ein Bad. Von dem Bad aus oben konnte man in den Pool rutschen. Und ein Infinity-Badewanne. Und ein Zockerzimmer war dabei. Und ach, das war einfach geil. Da sind wir schon richtig eskaliert, weißt du? Haha, Robot. Na, wir spielen heute noch mehrere Spiele, ne? Die Stimme hört sich an wie Burgle von Grounded. Stimmt, Senia. Ja. 19 Meter Pool war's. Ja, 19 Meter Pool. Jetzt müssen wir ein Fenster kaufen. Ein Fenster. Nicely done. Now try inserting them just like a door. Alles klar. Same principle, same fun. Now it's time to put in all the screws you need. Mach ich. Ja, Leute, wenn das in Wirklichkeit auch so leicht wäre, ne? So, jetzt kommen wieder hier diese Keile-Dingsbumse rein. So. Oh, die Fensterbänke montieren. Oh, schön. Jetzt muss ich raus. Ja. Super. Oh, das sieht aber... Hier grafisch ist das Spiel schon schön. Alter, stell dir mal vor, wir können unser eigenes Haus bauen. Dreifach verglas und bekommst du nicht die Förderung von der KfW. Ja, ja. Okay, nächstes Tutorial. Ja, Gott sei Dank, wie gesagt, ist es nicht so wie im Echt. Also so komplett, ne? Du kannst es alles schon ganz relaxed bauen. Schön! Let's go, mein Freund. Partitions separate rooms from each other and should therefore have Trennwände, ja. Mhm. Let's start with plasterboard. Gipskartonwänden. Kaufe 100. Mhm. But for the purpose of the tutorial on the partition walls themselves. Was ist denn das? 100 brauche ich. To build a wall, you need floor, ceiling and wall profiles. Habe ich gemacht. Das Spiel heißt Building Simulator, Elke. Ich brauche das Game, aber sowas von. Und dann hat das Haus in 7 Days. Und dann das Haus in 7 Days packen, ja. Du kannst so geile, tolle Sachen auch nachbauen in dem Spiel, ne? Crazy Wheel, ja. Platziere die Profile. Um was geht's denn jetzt hier eigentlich? Trennwände. Innen wahrscheinlich, ne? Ja. So. Boah. Ich kann mir richtig vorstellen. Unser Karl-Heinz-Haus. Boah. Also wenn uns das auch so angezeigt wird, dann ist das natürlich cool, ne? Kaufe 100 Pflastersteine. Die Übersetzung ist nicht so rund, ne? Gipskartonplatte. Robert. So. Gell? Was ich alles kann.
Guckst du mal. Take your drill out and screw them in. Guckst du mal. Oh, ich lieb das mit dem Akkuschrauber hier. Habe ich schon nicht gemacht? Ach, jetzt muss ich Steinwolle kaufen. Ah ja. Hat er? Steinwolle, 10 hat er gesagt, gell? Oder hat er mehr gesagt? Ist ja egal, ist ja das Tutorial, ne? Ja, platziere ich. Ah, jetzt wird es gefüllt und jetzt wird der Deckel drauf gemacht. Ah ja, klar. Gell? Habe ich ganz lovely gemacht, mein Freund. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern. Da gab's doch diese Wolle, die hat doch so furchtbar gejuckt. Juckt die eigentlich immer noch? Oder gibt's jetzt neue Wolle, die nicht mehr juckt? Ich weiß es ja nicht. Ja, dann los. Ach so, das sind andere. Kaufe 20 Isolierungen. Das sind andere dann wahrscheinlich, ne? Was ist denn das? Aha. Verlege die Isolierung. Für was ist denn das? Also ist das eine normale Trennwand und das ist noch eine andere Trennwand oder was? Elke, GZ! Juckt immer noch, aber ist nicht mehr ganz so lungenschädlich. Okay. Die Scheiße juckt immer noch. Hallo Max, herzlich willkommen! Ja, ich muss erstmal überlegen, was du eigentlich von mir willst, mein Freund. Das ist jetzt wahrscheinlich eine nicht tragende Wand und jetzt kommt wieder eine tragende Wand, oder was? Kaufe 100 Betonblöcke und ein Sturz. 100. Oh, jetzt habe ich 200 gekauft. Und ein Sturz. Entschuldigung. Ah, das ist die Betontrennwand. Okay, dann habe ich es ja richtig im Kopf gehabt. Cool. So. Was willst du machen? Ich muss die jetzt ganz alleine bauen. Oha. Asmodis, Mahlzeit. Und Fuchsgang und Asmodis. Prost! Klung! Which country has the best construction? Get it? Jetzt lacht der wieder, gell? Der Kerl. Jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder Mörtel, gell? So. Kann ich doch gleich da drauf machen, oder nicht? Trocknet wahrscheinlich auch im Spiel, ne? So. Ja, wie cool ist das denn, bitteschön? Und dann kann ich hier... Kann ich ja so machen, ne? Und dann kann ich draufsteigen. Ah, ne, warte mal. Auswählen. Und draufsteigen? Ach, kann ich dann einfach springen. Okay. So, Kelle in die Hand. Da ist immer noch Mörtel drauf. So, die sind schon anscheinend vorgeschnippelt. Guck mal, da kannst du richtig gut bauen, ne? Das geht auch ratzifatzi. So, und dann wählst du wieder eine Mörtel aus. Oh, Leute, weißt du was? Das ist ja wie meditieren, ne? Schon ein bisschen, gell? Es ist schon ein bisschen meditieren. Nee?
So, und da oben drauf muss jetzt noch der Sturz. Muss ich aber trotzdem noch kellen. Kellen. So. Und ein Sturz. Und da oben jetzt auch noch ein Mol. Warte. Das haben wir gleich. Cool, oder? One more fun thing is that you can destroy them. Ich kann sie wieder abreißen. Oha. Hab dich gestern schon arg vermisst. Ich hoffe, es war eine tolle Party bei euch. Ja. Wir waren schön essen, Asmodes. Klar. Was hat das denn mit dem Minispiel auf sich? Ja, es steht halt Minispiel da, weil du es halt drauf machen kannst. Robot, weißt du? Die Wandanker fehlen. BB Alexander! Und Mats ist auch wieder da. BB! Reiße die Trennwand ab! Ach du Scheiße. Vorschlaghammer! Ja. Ja. You've already got the walls covered. I wonder what's next. See you in a minute. Schade. Ich hätte gerne das ganze gesamte Haus abgerissen. Hello, my fellow builder. Jetzt kommt die Treppe. Aber merkt ihr das? Das geht eigentlich ganz gut von der Hand, ne? Die Treppen. Oh, sehr schön, Alexander. Da freue ich mich drauf. Oh Gott. Oh, nee. Oh, Robert, nicht Verkabelung. Ach, da steige ich aus. Kaufe eine Treppe. Treppen. Kaufen. I need stairs, yes. Hier soll das hin. But maximally rewarding. Buy one staircase in the shop. Great. Ja. Now select them in your inventory and place them where you've marked them on the planner. Cool. With a small wheel, you can precisely move the stairs to the right and nö, das war schon in Ordnung so. Amazing. Es war lecker, geil. Verkabelung wollen wir nicht sehen. Nein, nein. Ich wäre für den 7 Days WC Simulator. Mit Stauraum unter der Treppe. Ja, Mann. Braucht man. So einen Stauraum unter der Treppe braucht jeder. Klar, das Treppenhaus über Stromstoßschalter mit Tim. Das ist ein kleines Haus. Ja, das ist ein Tutorial. Ist ein Tutorial, Elke. Wir haben ja unser Traumhaus gebaut. Da hätten wir, glaube ich, jetzt tagelang bauen müssen. Reißt die Treppe wieder ab. Alles klar. Da hätten wir jetzt, glaube ich, ewig bauen können. Mhm. You're quick. Place the stairs again. See how simple and satisfying it is? Cool. In this way, you're able to test different. Man braucht halt nur Geld. Without having to monotonously build up the entire structure. Nur es wird halt jetzt nur gezeigt, zuerst wie man ein Haus baut und jetzt am Ende also nur wie man ein Haus plant und dann jetzt am Ende, wie man ein Haus baut, dass es eben auch relativ simpel ist, das alles zu machen, ne? Und dass es auch so eine Art Meditation ist für den einen oder anderen, ne? Dass man dafür nicht unbedingt, weiß ich nicht, auch Bauzeichner gelernt haben muss oder sonstiges. Also wir lernen jetzt hier gerade auch so ein bisschen, natürlich sehen wir jetzt auch, was grafisch möglich ist, finde ich schon sehr, sehr schön, ne? Sehr, sehr schön. Der Harry unter der Treppe, genau, Alexander. Oha, es gibt also verschiedene Dächer. Das finde ich sehr, sehr gut, weil mein Traumdach. Jetzt bin ich gespannt, was ich kaufen muss. Ein Blueprint muss ich erstmal kaufen, okay?
Use the scroll bar or arrows on the controller to adjust the... Ah, yeah. Confirm it when you're done. Juhu! Du bist ja schon wieder da! Ja. So schnell ist Schule aus. Ist ja Wahnsinn. Right. So wollen wir es haben. All you need now are roof beams. Jetzt brauchst du Dachbalken. 100 roof Stück. Beams from the store. Nice. So. Now your task will be to complete. Und was gibt's Neues? Brauchst du denn ein Passivhaus? Ja. Ja. Ein Einfamilienhaus ist das. Ein mehrstöckiges oder Hochhaus, was ganz anderes. Ja. Oh oh. Platziere die Dachbalken. Das kann ich jetzt einfach so machen, oder was? Nachdem ich sie gesetzt habe. Okay, so einfach geht das. Mama? Ja. Ich habe eine gute Nachricht. Weißt du was? Der Emil, der geht einfach auch auf die Realschule. Auf die Stein. Oh Gott, da gibt's ja wieder Chaos. Oh, wir haben uns aber richtig gefreut. Ja? Endlich mal. Also da habe ich mich gefreut, dass ich eben einen einzigen Freund habe. Na wieso? Die anderen gehen doch auch drauf. Nö. Finn geht auch auf die Kreuzburg. Ja, das... Hauptschule. Das kriegen sie schon. Das Mittelschule gibt's welche. Gymnasium gibt's welche. Du kennst... Guck mal, die Maya, die dachte auch, die kennt keinen in der 5. Und dann kennt die doch einige. Da kommen bestimmt einige von deiner Schule auf die Schule. Glaub mir. Hm. Würde nicht sein. Weißt du, warum? Kaufe 200 Dachziegel. Weißt du warum? Weil die anderen haben gesagt, sie gehen dahin. Ja. Chefins Blutmondbase ist ja bald fertig. Ach krass, regnet's bei dir, Robert, oder was? Das kriege ich immer schon, Tom. Oh, das ist ja wieder so schön gemacht. Ja, das wird meine Blutmondbase, richtig, ja. Ich brauche irgendwas, um mich da jetzt gleich dahin zu stellen. The roof is on fire. Weil da oben hin komme ich nicht, ne? Mein Freund. Oh, doch, komme ich doch. Hä? Wie komisch. Wäre jetzt eigentlich logisch gewesen, wenn er mir sagt, ich brauche eine Leiter oder sowas, ne? Oha. Alles klar, Kate. Ja, Mann. Okay. Was, gleich kommt Frankie vorbei wegen der Verkabelung. Ja. Davor habe ich jetzt auch ein bisschen. Was denn jetzt? Das haben wir schon gemacht. Sounds great. Das ist super. Haben wir schon gemacht. Wenn mal nachdenken so einfach wäre, ja. Hallo. Fände es ja viel besser, wenn du alle Ziegel einzeln in Reihe von unten nach oben legen musst, ja. Siehst du, ich habe das Tutorial schon wieder anders durchgezockt. Dass man es einfach so dahin schmeißen kann, dann ist schon fertig. Ja, Hex, Hex. So, guck mal hier, Herr Robot. Das haben wir schon gemacht. Ja, dann sind wir ja durch, ne? Wir können ja nur den Planer durchspielen, das haben wir auch schon gemacht. Den Planer und jetzt das Tutorial. Das haben wir alles komplett schon gemacht. Ja, dann sind wir durch mit dem Bildersimulator. Anscheinend kannst du nicht
ne, wurde uns jetzt halt gezeigt, wie das so ist. Und mehr geht jetzt nicht. Bestimmt gibt es noch einen zweiten Teil von Bull Simulator. Nee, das ist noch nicht veröffentlicht, das Spiel. Hm. Also wir haben jetzt wirklich einen schönen kleinen Einblick bekommen, wie man sich das Haus planen und bauen kann. Finde ich super interessant.